Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen: Versorgungssicherheit durch Ausholzung der Freileitungen, Karriere auf der Busspur, Salzburg gestartet erstes Obusfeuer Qualifying und Kraftwerk Diesbach vom Speicher zum Pumpspeicherkraftwerk. Herbstzeit ist Gartenzeit, da gehören die Bäume und Büsche wieder geschnitten, möglicherweise auch bei Ihnen im Garten, und wie wir das machen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Dass das bei einem Sturm oder Orkan nicht passiert, müssen die Freileitungstrassen regelmäßig kontrolliert und vor allem auch ausgeschnitten werden. Wichtig ist, dass keine Äste über die Leitungen wachsen, die dann im Winter durch die Schneebelastung in die Freileitung hängen oder fallen. Das Ausschneiden der Trassen findet je nach Gebiet regelmäßig statt. Wir haben eine Freileitungstrasse, die durch ein Waldgebiet führt. Und links und rechts müssen diese Waldschneisen dann mit 6 Meter freigeschnitten werden. Wir haben dann eine durchgehende Trasse mit 12 Meter. Und die soll mit dieser Säge bis an die Baumkronen freigeschnitten werden. Ja, die Säge wurde eigens gebaut für diese Sachen. Die Fliegerei ist eine spezielle Fliegerei. Es ist ein bisschen anders als der normale Transport. Es ist nicht unbedingt präzise, aber halt ein bisschen mehr Konzentration braucht es. Es ist einfach vom Fliegerischen ein bisschen anspruchsvoller und anstrengender, und dadurch sind wir ja limitiert mit der Flugzeit, als wäre die normale Fliegerei. Also es ist recht ruppelig, er ist voll konzentriert unten, dass er die Säge im Griff hat, dass er nicht zur Leitung kommt, und deshalb schwankt der Hubschrauber so, dass der nicht schlecht wird. Also einen letzten Morgen soll es nicht haben. Trotz aller Herausforderungen ist das gesamte Team bemüht, einen sicheren Job zu liefern. Mit einem normalen Helikoptereinsatz ist das allerdings nicht vergleichbar. Nein, man hat hin und wieder, dass die Säge einmal in einem dicken Austhänger bleibt. Das hat man schon, dann muss man es halt abstellen und schauen, dass man es wieder mit der Technik rausbringt. Aber ansonsten haben wir das gut gemacht. Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, finden diese Arbeiten regelmäßig im Bundesland Salzburg statt. Das erste Salzburger Obuslenker Qualifying hat Ende Oktober in der Alpenstraße stattgefunden. Dort gab es einen interessanten Informationsabend für alle, die sich für den Job des Obuslenker interessieren. Der Fachkräftemangel hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Verschont wird fast keine Branche, und der Sektor Verkehr hat mit diesen Auswirkungen von fehlendem Personal ebenfalls zu kämpfen. Auch das Verkehrswahrzeichen der Stadt Salzburg spürt diese Entwicklung in der Branche deutlich. Mit dem Obuslenker Qualifying startet die Salzburger AG eine neue Form des Recruiting-Verfahrens. Ende Oktober konnten sich so Interessierte über das Berufsbild des Obuslenkers informieren und bewerben. Ich habe das über die Medien erfahren, bin selber Busfahrer, allerdings in einem anderen Unternehmen, wo es mir nicht mehr so Spaß macht und mich reizt, diese Herausforderung in Salzburg zu arbeiten. Es ist eine große Stadt, es ist teilweise sehr enge Straßen, also man hat auch jeden Tag anderes Publikum. Also ich denke mal, es wird eine anspruchsvolle, aber auch schöne Tätigkeit, und es wird nie langweilig. Neben einem Mindestalter von 21 Jahren sollten die Bewerberinnen und Bewerber auch den Führerschein der Klasse B besitzen. Im Anschluss daran wird der Führerschein der Klasse D gemacht. Sollte man diesen schon haben, kann man gleich in das interne Schulungsprogramm einsteigen. Beim ersten Obuslenker Qualifying wurde mit Stolz der öffentliche Verkehr in der Stadt Salzburg präsentiert, und man weiß natürlich auch, was die neuen Kolleginnen und Kollegen für den Job mitbringen müssen. Sie müssen Freude haben bei dem vielen Fahren. Viele Kilometer bringen sie aber. Das müssen sie mögen. Das zweite ist, sie müssen gern mit Leuten arbeiten. Und drittens, ich habe viel Freizeit. Ich habe zwar am Wochenende Dienst, aber unter der Woche, ich kann Skifahren, bin allein auf der Piste. Kann mit mit der Gattin, was zu Hause ist, Tennis spielen. Das kann ich alles unter der Woche machen, wo kein Stress ist. Am Wochenende tut es ja jeder. 126 Besucher interessierten sich für das Berufsbild Obuslenker, und mit knapp der Hälfte wurden konkrete Termine für weitere Bewerbungsschritte vereinbart. Eine aufregende Zeit können sich noch einige erinnern. Aber ich habe durchgebissen, weil das Obusfahren ist einfach, taugt mir einfach. Und war es recht schwer, die Ausbildung zum Obuslenker? Nein, überhaupt nicht. Also ich sage, das wird so gut gelernt. Also wenn das wer mir beibringen kann, dann kann das wirklich
die machen das super, ehrlich, das ist ein Wahnsinn. Nein, und mich freut es heute noch. Nach 11 Jahren freut es mich eben noch. Also ich wollte aus meinem alten Beruf einfach raus, aus dem Büroalltag. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich ganz was Neues. Und durch das, dass meine Mama schon Opuslenkerin ist, habe ich mir gedacht, genau das ist jetzt das Richtige für mich. Was würdest du deinen Kindern empfehlen? Werdet Opuslenker. Na dann wünschen wir weiterhin toi 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 auf Salzburgstraßen. Sollten Sie sich ebenfalls als Obuslenkerin oder Obuslenker bewerben wollen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Soweit das Obuslenker-Qualifying. Wie schaut die Ausbildung im Detail aus und wie wird man eigentlich jetzt wirklich Obuslenker? Wir haben Robert Berger schon heuer im Frühjahr bei seiner Ausbildung begleitet. Eine neue Berufslaufbahn einschlagen, weil man im derzeitigen Job nicht mehr zufrieden ist, das Problem werden einige Salzburgerinnen und Salzburger mit Sicherheit kennen. Robert Berger, 37, ist Familienvater aus Salzburg-Hallwang und einer unter vielen Obuslenker-Anwerbern, die wir begleiten. Er wagt jetzt noch einmal die Herausforderung, will sich seinen Kindheitstraum erfüllen und lässt sich zum Obuslenker umschulen. Ja, also ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und habe eigentlich jetzt keinen Spaß mehr daran gehabt an der Schrauberei und wollte eine neue Herausforderung. Nachdem ich sehr gern mit großen Fahrzeugen fahre, war der 18-Meter-Bus natürlich gleich eine ganz nette Geschichte. Und außerdem als kleiner Bub wollte ich das schon immer machen, von Kindheit an schon. Bin ich immer gern mitgefahren mit dem Bus und daher habe ich gedacht, jetzt passt die Zeit, jetzt gehe ich das an. Und ja, es macht einfach Spaß. Nach der Bewerbung und einem Auswahlverfahren gibt es ein kurzes Kennenlernen in der Obuszentrale in der Alpenstraße und gleich im Anschluss geht es für einige dann in die Fahrschule. Wir sind heute hier bei der Fahrschule Koch und begleiten unsere jungen Herrschaften, wie sie zum Obusfahrer ausgebildet werden. Und ich werde mir das Ganze jetzt einmal ganz genau anschauen, welche Stressfaktoren da jetzt auf mich zukommen. Braucht man nur hinter mir schauen. Da ist ja der Stressfaktor die Riesenlänge, der Radabstand, da passt der Pkw zwischen Vorderachse und Hinterachse. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig ist, vom Pkw umzusteigen auf einen so langen Bus. Und da waren schon einige richtige brenzliche Situationen mit dabei, gerade bei dieser Breite, bei dieser Länge dieses Busses. Große Herausforderung, ein Hut ab, das ist für mich die oberste Ebene und man sollte eigentlich die Leute, die was sowas machen, nicht mit abfälligen Bemerkungen, sondern mit Hochachtung begegnen. Von der Fahrschule geht es dann nahtlos zur eigentlichen Obus-Ausbildung. Das bedeutet neben des praktischen Teils auch Linien-, Tarif- und Haltestellenkunde. Ein wesentlicher Punkt, und den gibt es natürlich nur beim Obus, ist der Unterricht an der Oberleitung, aber man legt auch noch auf vieles andere Wert. Ja, Wert gelegt, dass er einmal die Fahrspur richtig wählt, das heißt, also, wo es möglich ist, möglichst unter der Oberleitung entlang fährt. Dann, wenn eine Kurve zu befahren ist, dass er also kurvenseitig eben außen von der Oberleitung ist, dass also die Stammabnehmerstangen stabil dem Fahrzeug folgen und in weiterer Folge natürlich das Verhalten, wie fährt er in die Haltestelle ein, wie bremst er, ist es für den Fahrgast angenehm oder ist es ruckartig, das gleiche ist auch beim Beschleunigen oder auch bei den Lenkbewegungen, dass die nicht ruckartig sind, weil wir haben da sehr viele stehende Fahrgäste. Und während der Ausbildung passieren auch noch einige lustige Dinge. Naja, es ist, wenn man eine Schulungsfahrt macht und man fährt sich die Haltestellen zu, wie viele Leute lesen nicht die Beschilderung und wollen einfach einsteigen. Und da haben wir es auch schon zweimal gehabt, dass ein Fahrgast sehr hartnäckig war und mir die erste Tür öffneten und sie wollten über den Ausbildner dann vorbeiklettern und haben recht geschimpft, aber wir haben es dann doch aufklären können, dass wir einfach nur eine Schulungsfahrt sind und keiner mitfahren darf. Sollten Sie Interesse am Job des Obuslenkers haben, dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die Salzburger AG. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie unter Karriere auf unserer Webseite. Ja, also für mich ist das Ganze ein Riesenspaß, das Fahren. Und ich freue mich schon sehr drauf, dass ich dann endlich dann auch alleine fahren darf. Und meine Familie unterstützt mich da recht. Und ich bin eigentlich schon ganz heiß drauf, dass ich endlich fahren kann und die Uniform endlich kriege und dass dann losgeht. Von der Ausbildung zum Obuslenker jetzt zum Tag der Lehre in der Salzburger AG. Dieser findet am 16. und 17. November in der Vogelweiderstraße in der Stadt Salzburg statt. Und jetzt geht es bei uns um das Berufsbild des Bürokaufmanns.
Wir sind gerade auf der Suche nach dem Fabian, unserem neuen Lehrling. Was der so macht, fragen wir ihn jetzt. Fabian, wie bist du auf die Salzburger gekommen? Ja, einfach durch die Präsenz von der Firma. Man sieht ja in der Stadt doch relativ viel von der Salzburger AG, wenn man sich die O-Busse und so anschaut. Und ich bin froh, dass ich da jetzt Teil sein darf von der ganzen Firma. Und ja, passt super bisher. Ja, cool. Wie waren da deine ersten Tage? Eigentlich total entspannt. Also wir haben die ersten zwei Tage so Einführung gehabt, da haben wir die wichtigen Leute kennengelernt und so. Und dann bin ich eben zu meiner Abteilung gekommen und da bin ich jetzt auch schon seit heuer. Dann hast du für die Lehre entschieden. Was hat dich dazu bewegt? Ich wollte eine interessante Lehre anfangen, die mich interessiert, die mir Spaß macht, nachdem ich nicht mehr in die Schule gehen wollte. Und deswegen habe ich mich für Bürokaufmann entschieden, weil das, glaube ich, ganz gut liegt. Das passt zu dir, sagst du? Ja, ich glaube schon. Was erwartest du von der Salzburger AG? Wo soll die Reise hingehen? Also ich möchte auf jeden Fall meine Lehre abschließen, wenn es geht, auch meine zweiten Lehre mit Matura machen. Das ist schon mein Ziel, dass ich einen Abschluss habe. Und dann einfach ja, gerne im Beruf gehen, Spaß haben im Job, nette Kollegen kennenlernen und ja, einfach gerne in die Arbeit gehen. Mitte Oktober wurde das neue Pumpspeicherkraftwerk Diesbach im Pinzgau feierlich eröffnet. Nach einer Bauzeit von nur 1,5 Jahren nimmt die Salzburg AG die neue Matrixpumpentechnologie in Betrieb. Diese Pumpenkonfiguration ist einzigartig und ein weiterer Schritt zur Erreichung der österreichischen Klima- und Energieziele. Von außen schaut es eigentlich sehr unscheinbar aus, das umfangreich erweiterte Kraftwerk Diesbach in Saalfelden. Im Inneren der neuen Hallen ist von unscheinbar aber keine Rede mehr, befindet sich hier doch ein kleines Wunderwerk moderner Technik, das es in dieser Form kein zweites Mal gibt. Am 23. Oktober wurde die neueste Anlage der Salzburger AG nun auch offiziell eröffnet. Ich glaube, wir können alle sehr zufrieden sein. Die Kolleginnen und Kollegen haben einen super Job gemacht, haben ein Meisterwerk hingestellt. Ich sage ganz offen, mein Meisterwerk der Energiewirtschaft. Erstens einmal in sehr kurzer Zeit, 1,5 Jahre, so ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen mit einem Unterbecken und zweitens natürlich auch Innovation hineinzubringen, nämlich diese 24 Pumpen, die gibt es in dieser Form nicht, die funktionieren ja wie Orgelpfeifen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Was ist in der Umsetzung dann der große Vorteil? Man könnte mit einer einzigen Maschine etwa 32 Megawatt an Leistung hier hereinstellen, haben wir aber nicht getan. Wir haben es aufgeteilt auf insgesamt 24 kleinere Pumpen, die wie in einem Konzert wie Orgelpfeifen zusammenspielen. Das heißt, sie müssen nicht alle Pumpen im Einsatz haben, sie müssen nicht auf volle Leistung gehen. Wie beim Auto können sie Gas geben oder Gas wegnehmen und damit dosierter und auch effizienter fahren. Diese neue Matrixpumpentechnologie und die nachhaltige Idee dahinter begeisterte bei der Eröffnungsfeier auch die vielen interessierten Besucher. Ja, es ist sehr beeindruckend. Wie gesagt, ich habe es vorher noch nicht gekannt. Wir sind aus Fusch, da kennen wir das Bernwerk. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was da war, aber was da jetzt allein schon an Technikerinnen ist, das ist schon toll. Wie spannend findest du das Ganze, wenn man jetzt da durchgeht? Sehr spannend. Ich interessiere mich auch sehr für Elektrik, will später auch mal Elektriker werden und mit Wasser was zum Tor haben. Mir fehlt so ein bisschen das Verständnis dafür, wie was funktioniert, aber dass man es nutzt, ist natürlich super und es passt sich auch schön in die Landschaft ein. Also es ist ja nicht so, dass der Stausee jetzt irgendwie irgendjemanden Lebensraum nimmt oder so. Es ist wunderbar. Das ist ja gigantisch, wenn man da reinschaut in die Halle. Wo es da Pumpen steht, das hätte man vor 30 Jahren, hätte man das nie in Erwägung gezogen, haben wir schon, aber das war Arbeit da wäre. Aber was sie da jetzt da hat, das ist schon gewaltig. Mit dem neuen Pumpspeicherkraftwerk setzt die Salzburger AG ein wichtiges Zeichen in Richtung zukunftsorientierte Energieversorgung. Um die ganz großen Ziele zu erreichen, müssen aber alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Naja, da kann man der Salzburger AG nur gratulieren. Das ist ein sehr innovatives Pumpspeicherkraftwerk. Jeder redet von der Erreichung der Klima- und Energiezielen. Man muss sich auch Gedanken machen, wie kommen wir überhaupt dahin? Wir Gemeinden sind gefordert, die Energieversorger sind gefordert. Aber eigentlich
Der Nutzer ist gefordert, das ist der Mensch, das sind wir alle. Vor 12 Jahren oder 600 Wochen kam das iPhone auf den Markt. Beim Innovation Summit der Salzburger ging man allerdings der Frage nach, was passiert denn in den nächsten 600 Wochen? Wie leben und arbeiten wir im Jahr 2030 und wie bewegen wir uns fort? Digitalisierung und neue Technologien haben einen massiven Einfluss darauf, wie Menschen in Zukunft leben werden. Die Salzburger AG setzt sich mit diesem Thema schon seit einigen Jahren auseinander. Beim zweiten firmeneigenen Innovation Summit stellt man sich die Fragen, wie leben und arbeiten wir in Zukunft und wie bewegen wir uns fort. Der Energieversorgung wird dabei eine noch größere Rolle zukommen, so der renommierte Zukunftsforscher Lars Thomsen. Die Energieversorgung in Zukunft wird wesentlich stärker mit Informationstechnologie zu tun haben, mit einer vorausschauenden und smarten Art und Weise, das Leben von Menschen zu unterstützen. Und insofern steht die Energieversorgung auch vor einem Kulturwandel, nämlich weit mehr zu tun, als nur bereitzustellen, dass der Strom fließt. Das eröffnet auch neue Chancen für die Salzburger AG, sich als digitalisiertes Technologieunternehmen zu positionieren. Mit dem einzigartigen Portfolio aus Energie, Mobilität und Kommunikation befindet man sich dafür auf dem richtigen Weg. Im Mittelpunkt bleibt aber weiterhin der Kunde. Ich glaube, dass uns gerade die Digitalisierung massiv den Weg ebnen wird zu noch mehr Kundennutzen, heißt ganz neue Produkte für den Kunden zu entwickeln und ihm damit auch das Gefühl zu geben, dass das, was er mit und an uns hat, einfach das Beste ist. Und was für mich ganz spannend ist, ist das Thema, wie entwickeln wir unser Unternehmen weiter, nämlich hin in Richtung digitalisiertes Technologieunternehmen. Bei der hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion wird tiefer in die Thematik eingestiegen. So etwa werden Themen erläutert, inwieweit Alexa die Lebensbereiche der Menschen beeinflussen und verändern wird. Künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Fahrzeuge werden Einzug in den Alltag finden. All das wird das Spiel völlig verändern. Ich denke über eine 4-Tage-Woche nach. Ich denke darüber nach, vielleicht nur Teilzeit zu arbeiten und den Roboter den Haushalt machen zu lassen und über Alexa Flugreisen zu buchen. An das denke ich. Also ich persönlich freue mich auf die Zukunft, weil ich denke, wenn man sich mit Tools, Robotern, was auch immer, das Leben erleichtern kann, sollte man es tun. Und ich schaue da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft. Teil des Innovationsprogrammes der Salzburger AG ist auch die Innovation Challenge. Dabei werden internationale Startups, KMUs aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik mit internem Know-how vernetzt, um neue innovative Produkte zu entwickeln. Wie stellt sich nun der Vorstand der Salzburger AG, Horst Ebner, sein Salzburg 2030 vor? Ja, mein Salzburg schaut smart aus, digital aus, in allen Lebensbereichen. Die Zukunft hält viel bereit und die Salzburger AG setzt dafür schon heute die richtigen Schritte. In unserem Kundenmagazin, den Lebenslinien der Salzburger, beschäftigen wir uns ebenfalls mit Innovation. Die Lebenslinien finden Sie übrigens jetzt in Ihrem Postkasten.